Ich besitze keine Rechte für die gezeigten Elemente von diesem Video. Zelda Breath of the Wild wurde von Nintendo, Eiji Aonuma und Shigeru Miyamoto veröffentlicht. Die Inspiration kommt von dem Anime-YouTuber Ruffy. Bitte unterstützt die offiziellen Veröffentlichungen. Nachdem Link 100 Jahre später erwacht ist, die Soras und deren Recken Mipha befreit hat, die Goronen und deren Recken Daruk befreit hat, ist er nun auf dem Weg zum Dorf der Ornis zu reisen, um mehr über den dritten Recken zu erfahren. Dafür muss Link durch eisige Berge und hohe Schluchten reisen, um dann endlich beim Dorf der Ornis, was im Nordwesten liegt, anzukommen. Dort angekommen bekommen wir direkt den Titanen der Ornis, Vamedo, zu Gesicht. Man hört, wie der Titan einen Titanenschrei abgibt, der sich wie ein Falke anhört. Das Dorf ist wie ein Turm aufgebaut, der spiralförmig nach oben geht. Dort angekommen trifft man vogelartige Wesen namens Orni, die komplett neu sind und schon in Wind Waker aufgetreten sind und die Nachfahren der Soras sind. Was ja eigentlich bedeutet, dass es die Soras eigentlich gar nicht mehr geben kann. Aber ja, ihr wisst ja. Gut, beschäftigen wir uns nicht um das Thema, weiter geht's. Aber meine lieben Freunde, was macht unser Link denn immer im Zelda-Universum, wenn er an einem neuen Ort ist und nicht weiß, wo er hin muss? Natürlich, bei Regen Berge hochklettern. Okay. Natürlich zum Anführer gehen. Beim Dorfältesten ganz oben angekommen, merkt man, dass der Bruder am Pennen ist, weil er eine Eule ist. Versteht ihr? Also, versteht ihr Eule und Schlafen und... Den Scherz konnte sich Nintendo nicht entgehen lassen. Nun weckt Link ihn auf. Das erste, was die Eule merkt, ist der Shika-Stein, der an Links Gürtel hängt. Da die Eule aber denkt, die Recken seien alle ausgestorben, denkt sie, dass Link ein Nachfahre der Recken ist. Obwohl Link eigentlich der Recke der Hylianer ist, aber egal, ja. Die Eule stellt sich nun aber vor. Sein Name ist Kaneli und er ist der Häuptling des Dorfes. Link bestätigt, dass das ein Shika-Stein ist, worauf Kaneli erfreut ist, da Link den Titan der Recken Vamedo steuern kann. Kaneli hat eine große Bitte an Link. Er wünscht sich, dass Link Vamedo, der über dem Dorf schwebt bzw. fliegt, aufhält. Es gibt nämlich nur einen Weg, einen Titan zu stoppen. Und zwar Link sein, bzw. ein Recke sein, da nur ein auserwählter Recke mit einem Shika-Stein den Titan unter Kontrolle bringen kann. Also, dass man ein Recke sein muss und einen Shika-Stein braucht, das wusste ich ja überhaupt nicht. Zusätzlich erzählt der Anführer, dass zwei Ornis namens Theba und Hertes mal versucht haben, den Titan zu stoppen. Die Mission war aber ein Fehler und Hertes hat sich schwer verletzt. In der Nähe des Dorfes gammelt Theba auch irgendwo alleine rum. Er hat vor, nämlich Medo alleine anzugreifen. Link muss zu ihm, mit ihm reden und eventuell können die beiden Medo zusammen aufhalten. Doch wo ist Theba nun? Etwas weiter unten trifft man den Kumpel von Theba, also Hertes. Er erzählt, dass Vamedo einst der Schutzgott des Dorfes war, sich aber seit der Verheerung gegen das Dorf wendet. Als Theba und Hertes sich ihm näherten, fing Vamedo an, die beiden abzuschießen. Beide haben versucht, sich zu wehren, aber Hertes wurde dabei getroffen. Er stürzte dann ab, doch Theba konnte ihn auffangen. Beiden war klar, dass sie keine Chance gegen Medo hatten und flohen danach. Er erzählt, dass seine Familie und Thebas Familie sehr gut miteinander befreundet sind und beide die besten Flieger des Dorfes sind. Allerdings will Theba allein gegen Medo antreten, obwohl er eine Familie bei sich zu Hause hat und er sie nicht einfach im Stich lassen kann. Geht Link nun zum Haus neben dem Ältesten weiter, kommt er zu einer Familie, wo man die Frau und das Kind von Theba trifft. Die Frau von Theba erzählt Link, dass Theba, also ihr Mann, bei einem sogenannten Flugplatz chillt. Dieser befindet sich beim Rhinospass am Fuße der Hebraberge. Das ist ein Platz, wo Orni-Krieger das Fliegen und Kämpfen lernen und üben. Theba chillt dort und rüstet sich für den Kampf gegen Medo aus. Direkt danach zeigt Thebas Frau Link den sogenannten Rivali-Platz. Von diesem Platz aus sollte man eigentlich direkt zum Flugplatz gelangen. Allerdings wird man, wenn man es versucht, von dort aus loszufliegen, direkt von Vamedo ge-360 no-scoped. Der Rivali-Platz wurde nach dem Recken der Ornis Rivali benannt und soll eine Gedenkstätte an ihn sein. Daraufhin fängt Link an, sich an etwas zu erinnern. Nun sind wir in einer Erinnerung, die vor 100 Jahren an diesem Ort abspielte. Am Himmel kann man direkt den Titan Vamedo erblicken. Link läuft auf den Rivali-Platz, woraufhin ein Wirbelsturm zu sehen und zu spüren ist. Aus diesem Wirbelsturm hervor sehen wir direkt den Recken der Orni Rivali zu Gesicht, der dann perfekt auf dem Zaun des Platzes parkt. Eingebildet sind die ersten Worte, die Rivali zu Link sagt, dass der Trick mit dem
Wirbelsturm ein beeindruckender Einblick ist, den Link nicht mal in 100 Jahren hinkriegen würde. Und das ist auch so. Revali erklärt, dass er einen Aufwind erzeugt und sich so durch die Lüfte katapultieren lassen kann. Stolz zeigt er sich von der Seite und prahlt von seiner Technik. Diese Technik hat er gelernt, um einen Vorteil gegen Ganon zu haben. Revali ist offiziell der beste Bogenschütze des Dorfes und soll der Auserwählte sein, der Ganon in die Knie zwingen soll. Aber anstatt dass er der Auserwählte ist, muss er Link beschützen. Revali ist davon überhaupt nicht überzeugt und beleidigt sogar das Masterschwert als ein altes Schwert. Warum? Wie kann er sowas wagen? Das ist der Gipfel der Dummheit. Nach diesem Satz ist Link laut Revali schwer verletzt, weshalb der Vogel nun einen Kampf austragen möchte. Ja, dann komm, na los, komm doch her. Komm her, Bruder, komm her. Aber wo? Ich hab da oben. So, Bruder, ich hab's mir doch anders überlegt. Das ist mir ein bisschen zu hoch. Also, ich meine, ich muss noch Milch holen gehen. Ohne meine Hilfe schaffst du es ja nicht mal bis zu dem Titanen hoch. Ja, also, ihr seht, Revali ist ein ganz netter Kerl. Daraufhin setzt Revali wieder seinen Sturm ein und lacht Link aus. Wirklich eine emotionale Erinnerung, wenn er mich fragt. Als Link wieder zu sich kommt, erschreckt sich die Frau von Theba, aber die juckt Link nicht. Link will es nun endlich mit dem Recken Revali aufnehmen, denn 100 Jahre später hat Link keine Flugangst mehr. Also let's go schnell auf den Titan, aber dafür müssen wir erst zu Theba. Denn in Richtung Flugplatz ist es ein bisschen verschneit, aber Link geht nun die Leiter hoch, worauf er in einem kleinen Häuschen einen weißen Recken trifft. Theba fragt daraufhin, was Link hier sucht und dass er beschäftigt sei. Link bietet ihm aber die Hilfe an. Beide stellen sich vor und tun sich kennenlernen und trinken ein bisschen Tee. Link ist gekommen, weil der Häuptling wollte, dass Theba zurückkommt, aber das juckt keinen. Denn nun geht es darum, Wamedo zu besiegen. Theba weiß auch schon Bescheid, dass man Medo nur im Inneren zur Vernunft bringen kann. Dafür muss man aber ein Recke sein. Gut, dass Link zufälligerweise einer ist. Das ist aber noch kein Problem, sondern eher, dass Wamedo aggressiv wird, wenn man sich ihm nähert. Deshalb muss Link erstmal in der Lage sein, Medo von außen zu schwächen. Link muss nun die Prüfung der Orni bestehen. An diesem Flugplatz gibt es starke Winde, wo die Ornis herumfliegen können, um ihre Bogenkünste trainieren zu können. In dieser Prüfung muss Link in der Luft bleiben und ruhig bleiben und innerhalb von 3 Minuten 5 Ziele treffen. Für Link war das allerdings keine Herausforderung. Theba hat nun Respekt vor Link und lässt ihn mitkämpfen. Theba schenkt Link nun einen Bogen, den er extra für den Kampf gegen Medo zur Seite gelegt hat, und zwar den Falkenbogen. Ein schnell spannender Bogen, der perfekt für Luftkämpfe ist. Nun sind beide bereit. Mit normalen Pfeilen kann Medo allerdings nicht geschwächt werden. Mit Bombenpfeilen aber schon. Oben in den Lüften ist es aber auch sehr kalt, weshalb Link einen warmen Pulli seiner Oma braucht und am besten noch etwas zum Essen. Der Plan sieht wie folgt aus. Theba zieht die Aufmerksamkeit von Medo auf sich und in dieser Zeit kümmert sich Link um die Geschütze von Wamedo. Er besitzt nämlich 4 Geschütze. Wamedo ist von einem Schutzschild umgeben, weshalb man erst seine Geschütze beseitigen muss. Link steigt nun auf Theba und beide fliegen hinauf in die Lüfte. Bevor der Kampf beginnt, sagt Theba zu Link nochmal ausdrücklich, dass wenn die Aufmerksamkeit auf Theba liegt, Link nun losspringen muss, in den Lüften rumgleiten und die Geschütze mit Bombenpfeilen zerstören soll. Verliert Link allerdings an Ausdauer, kann er Theba rufen und wieder auf ihn steigen. Mit Hilfe der Luft und dem Paragleiter kann Link einigen Geschossen ausweichen. Mit 2 Bombenpfeilen ist ein Geschoss schon erledigt. Link und Theba kämpfen im Teamwork, wodurch beide es schaffen, alle 4 Ziele zu zerstören. Die Ziele explodieren, die Barriere löst sich und Medo gibt einen Titanenschrei ab. Link nutzt die Chance, um nun auf den Titanen drauf zu fliegen. Theba will Link nun begleiten, doch er hat einen Schuss abgekriegt und verliert nach und nach seine Kraft, weshalb er zurück zum Flugplatz geht. Mit einem Daumen hoch und dem Satz, du schaffst das, verabschiedet sich Theba von ihm, worauf Link nun auf dem Schwanz von Medo landet. Wie immer scannt Link seinen Shikastein erstmal, worauf Revali zu ihm spricht. Revali hat geahnt, dass Link hierher kommen würde, allerdings ist er empört, dass Link sich 100 Jahre Zeit gelassen hat. Revali weiß eh schon, wieso Link hier ist. Link soll erstmal Medos Karte holen, die das Innere des Titanen anzeigt. Nun macht sich unser Sportsfreund auf den Weg, diese Karte zu holen. Nachdem Link diese geholt hat, spricht Revali zu ihm und erklärt, dass man auf der Karte Symbole sehen kann, die Kontrollsiegel heißen. Diese muss man alle finden und lösen, um Wamedo steuern zu können. Zu guter Letzt sagt unser Revale, versteht ihr, Revale? Nun, er sagt, dass Link sich jetzt wirklich unter Beweis stellen kann. Also, los geht's. Mit Hilfe der Karte kann Link Wamedo manipulieren lassen. Er kann ihn nämlich bewegen lassen, aber so, dass der Vogel sich in beide Richtungen neigen lässt und auch wieder in eine horizontale Stellung bringen kann. Mit diesem System können Neigerätsel, die mit Timing und Luftströmen verbunden sind, gelöst werden. Nachdem Link einige Rätsel gelöst hat und alle Kontrollsiegel gelöst hat, erzählt Revali, dass Link jetzt nur noch die Steuerungseinheit aktivieren muss, die sich auf der breiten Oberfläche von Wamedo befindet. Doch auch wenn Revali Link nicht warnt, muss unser Held äußerst vorsichtig sein. Oben angekommen, aktiviert Link nun die Steuerungseinheit.
Aus dieser steigt eine dunkle Kraft hervor und die Erde bebt. Und Link kommt ein kalter Schauer über den Rücken. Denn vor unserem Held bildet sich eine Kreatur. Und zwar Ganons Windfluch. Ein Monster, das von Ganon vor 100 Jahren geschickt wurde, um Revali zu töten. Was leider auch damals passierte. Doch trotzdem redet Revali zu Link und warnt ihn vor der Kreatur. Revali steht hinter Link und will, dass er nicht den gleichen bzw. selben Fehler macht, den Revali vor 100 Jahren getan hat. Mit den letzten Worten des Recken der Orni, dass Link ihn rächen soll, schreitet Link nun voran. Ganons Windfluch hat einen sehr guten Aim, kann Stürme bzw. Tornados erzeugen und sich ohne getroffen zu werden fortbewegen. Der Fluch ist eindeutig ein Luftkämpfer. Am besten ist es, den Fluch mit Bombenpfeilen an den blau leuchtenden Punkten wie dem Auge zu treffen. Link schafft es, ihn zu Boden zu schlagen und ihm dort die Hälfte seiner Leben abzuziehen. Nun geht das Rindvieh in die zweite Phase. Es beschwört vier kleine Drohnen, die Link versuchen, aus dem Hinterhalt, also dann, wenn er es am wenigsten erwartet, anzugreifen. Das Ding kann seine Schüsse zum Beispiel durch die Drohnen weiterleiten. Allerdings kann der Fluch diese Dinger auch benutzen, um mit denen zusammen zu kämpfen, um zum Beispiel heftigere Stürme abzuschießen. Doch das juckt Link nicht. Er ballert weiter auf den Fluch ein. Der Fluch gibt langsam nach und ist erledigt. Er steigt in den Himmel und zerplatzt in 1000 Teile. Nun ist Revali befreit. Link aktiviert die Steuerungseinheit und der Titan ist nun endlich von Ganon unabhängig. Jetzt begegnen sich allerdings zwei Rivalen, Link und Revali. Der Vogel bezeichnet Link als Angeber, weil er etwas besiegen konnte, was er selbst nie besiegen konnte. Revali ist allerdings von Link begeistert, dass er seine Seele befreit hat und Mido unter Kontrolle gebracht hat. Als Belohnung schenkt Revali Link den Revalis Sturm, womit Link in die Lüfte steigen kann und von dort aus weitergleiten kann. Revali ist so motiviert wie noch nie und will den Angriff auf Ganon direkt vorbereiten. Link wird im Kampf gegen Ganon Hilfe von dem Recken bekommen. Da ist sich sogar Revali sicher. Der Vogel schickt Link nun fort, da es Zeit wird weiterzumachen. Doch er sagt als letztes, dass die Prinzessin schon seit einiger Zeit auf unseren Helden wartet. Und auch wenn Revali es nie gesagt hat oder auch in der Situation nicht gesagt hat, ist er im Herzen Link für seine Rettung dankbar. Revali setzt Mido nun in den ersten Gang und fliegt mit voller Kraft auf die Spitze des Turmes der Ornis zu, wo Mido nun seinen Gelligan auflegt und diesen auf das Schloss abschießt. Revali und Mido halten beide zusammen und warten auf den Angriff gegen Ganon. Doch Revali spricht mit Mido, dass er noch durchhalten soll. Beide aber eh schon zusammen seit 100 Jahren gefangen waren. Der Recke der Orni gibt sogar zu, dass er Link gar nicht mal so schlecht findet, da Link es schaffte, auf den Titan zu kommen, ohne zu fliegen, und er es schaffte, woran Revali scheiterte. Er erkannte auch, dass Link tatsächlich der stärkere von beiden ist und auf Links Seite kämpfen wird. Ehrlich, das ist irgendwie herzerwärmend. Also ehrlich, ich krieg irgendwie Gänsehaut, muss ich sagen. Ich liebe Revali einfach. Aber ganz kurz vom Thema, ganz kurz. Revali ist erstens ein typischer Rivale, hat den Charakter wie Vegeta aus Dragon Ball und bin ich der Einzige, der findet, dass seine Stimme sich anhört wie die von Jughead aus Riverdale? Ja, schöne Scheiße. Ach, keine Ahnung. Jedenfalls, Link ist nun zurück beim Dorf der Ornis. Link stattet Teba und Hebris nochmal einen Besuch ab. Den beiden scheint es wieder gut zu gehen. Aber wieso denken alle in dem Dorf, Link sei der Nachfahre des Recken der Hylianer? Ich meine, ja, ist ja logisch, 100 Jahre ist es schon vergangen, aber trotzdem. Der Häuptling ist begeistert von Link und ihm unendlich dankbar für seine Hilfe. Link erhält vom Häuptling noch eine kleine Belohnung, und zwar den Adlerbogen. Der Bogen des Recken der Ornis. Also Revali. Nun hat Link das dritte Volk, den dritten Recken und den dritten Titan befreit. Fehlt nur noch einer. Ja Leute, das war's auch mit dieser Folge Zelda Breath of the Wild in Minuten. Es fehlen nur noch ca. 2-3 Parts, also es wird noch ein paar Zusatzparts geben. Aber ja, ich bedanke mich fürs Zusehen, ich hoffe euch hat das gefallen und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao Leute.